Test, Test. 1, 2. Yo. Geht, okay. Wollte kurz mal mein Mikro checken, weil ich ein, naja, weil ich einen jetzt benutze. Aber okay. Kommen wir zum Punkt. Ich sag nur Gotham. Für alle, die nicht wissen, wovon ich laber, Gotham ist die Stadt von Bruce Wayne, besser gesagt Batman, und seit 2014 eine Serie auf den US-Sender Fox. Leute, diese Serie ist einfach der Burner. Vielleicht kennen ein paar von euch sie, vielleicht aber auch nicht. Ich fasse das mal kurz zusammen. Die Geschichte spielt sich, wie der Name ja schon sagt, in Gotham ab. Es handelt davon, wie korrupt und verdorben die Stadt ist. So stoßen wir generell auf die Bösewichte und Anti-Helden des DC-Universums. Man sieht den Pinguin, den Riddler, Catwoman, Scarecrow und viele, viele andere. Alles fängt damit an, dass Bruce Eltern in der Gasse ermordet werden. Diesen Fall übernimmt dann Officer James Gordon. Er ist so gesagt der Hauptheld in dieser Serie. Erst einmal dachte ich, das ist ja voll scheiße. Der Nebencharakter in den Filmen ist jetzt der Hauptdarsteller. Kann ja nur blöd werden. Doch falsch gedacht. Klar, Jim ist hier der Hauptdarsteller. Doch es geht nicht nur um ihn. In dieser Serie spielt einfach irgendwie jeder die Hauptrolle. Weil all diese Charaktere wichtig sind für den Verlauf der Serie. Hier sieht man halt, wie diese Leute zu denen wurden, die sie jetzt sind. So auch Bruce Wayne, wie er zum dunklen Ritter wird. Ohne Witz, zieht euch diese Serie rein. Es ist einfach der Hammer. Wenn ich, also ein Mädchen, das sich einen Dreck für Superheldenfilme interessiert hat, es so geil finde, dann werden es DC-Fans lieben und heiraten. Leute, ich bin süchtig geworden. So süchtig, dass ich nicht mal mehr auf die deutsche Fassung warten kann. Nicht mal auf die Untertitel. Und das, obwohl mein Englisch scheiße ist. So, jetzt spule ich mal ganz nach vorne. Immerhin geht es bei diesem Video ja um die Theorie, wer der Joker sein könnte. Und ich will nicht spoilern. Also, diejenigen von euch, die vorhaben, sich diese Serie reinzuziehen, schaltet weg. Ich fange jetzt an, ne? Also, schaltet weg. Los! Also, Jerome Valeska. Am Anfang der dritten Staffel war ich mir hundertprozentig sicher, dass dieser Badass der Joker ist. So wie viele andere auch. Doch es hat sich herausgestellt, er ist es nicht. Wurde auch bestätigt. Hat mich echt angepisst, muss ich sagen, weil Cameron Monaghan spielt dieses Psycho-Dasein besser als Jared Leto. Dann kam mir die Idee, dass es vielleicht Martin sein könnte, der Schützling von Penguin. Doch gestern kam die 16. Folge der 4. Staffel raus und Jerome ist wohl hinter jemandem her, der wohl der Joker sein könnte. Dieser Junge heißt wohl Jeremiah und soll wohl Jeromes Zwillingsbruder sein. Wer hätte das gedacht? Jerome und Jeremiah. Einfallsreich. Die Idee finde ich scheiße. Wirklich. Weil das wäre zu weit hergeholt. Ein plötzlicher Zwilling? Hallo? Wir wissen ja, Jerome hat seine Mami umgebracht. Wo war Jeremiah zu dieser Zeit bitte? Und Mr. Cicero, der Vater von Jerome, wieso hat er damals gesagt, ich bin dein Vater und nicht ich bin euer Vater? Klar, beim Verhör hat er nur mit Jerome gesprochen, aber ich bitte euch, man hätte den Bruder schon noch irgendwie einbauen können oder erwähnen. Naja, aus diesem Grund denke ich, dass das ein x-beliebiger Typ ist, der Jerome nur ähnelt. Aber vielleicht habe ich auch wegen meiner schlechten Englischkenntnisse was verpasst. So, die 4. Staffel ist ja schon fertig gedreht und so sind halt Behind-the-Scenes-Fotos aufgetaucht, die zu der 17. Folge der 4. Staffel gehören. Klar, jetzt ist auch ein Promo raus, doch die Fotos verraten mehr. Da sieht man einen Jungen, der genauso aussieht wie Jerome. Er hat nur keine Narbe im Gesicht und hat einen total anderen Look. By the way, hier finde ich, dass seine Klamotten die des früheren Jokers gleichen, den von Jack Nichols oder Nicholson, ja. Ist zwar nicht 1:1 gleich, doch immerhin, eine Ähnlichkeit hat es schon. Okay, zurück zum Doppelgänger. Wie man unschwer sehen kann, richten Jim und Bullock eine Waffe gegen ihn und verwechseln den Jungen so mit Jerome, kann man auch sehen. Jedoch sieht der Typ voll chillig aus. Wenn dieser Junge wirklich der Joker ist, muss ich zugeben, dass mir die Vorstellung eines mysteriösen und ruhigen Jokers auch gefällt. Weil er hat so diesen einen Look hier, findet ihr nicht auch? Weil hallo, man richtet zwei Waffen auf ihn, da sollte man wenigstens die Hand hochheben. Aber nein, er lässt sich stecken.
Naja, eins muss ich zugeben, Leute. Wenn Cameron Monaghan den Joker spielt, ist mir alles scheißegal. Weil guck mal hier, wie kann aus so einem Babyface eine Psychofresse entstehen? Wie kann man sein Gesicht überhaupt so deformieren? Einfach der Hammer. Okay, jetzt mal im Ernst, was sagt ihr dazu? Ich weiß, es war voll jetzt ein kurzes Video, doch wenigstens ein deutsches. Ohne Scheiß, ich konnte kein deutsches Video über dieses Thema finden. Deshalb wollte ich das halt selber machen. Ich muss mich mit jemandem darüber unterhalten, sonst platze ich. Bei mir zu Hause interessiert sich nur meine jüngere Schwester für die Serie. Doch die will auf die deutsche Folgen warten. Tja, kann sie wohl lange drauf warten. Die kommen bestimmt Mitte oder Ende dieses Jahres raus. Too much für mich. Naja, wie gesagt, teilt mir eure Meinung, ob dieser Jeremiah wirklich der Joker sein kann oder er der Zwillingsbruder von Jerome ist, weil das ist auch so ein Thema. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt auf diese neuen Folgen und ich hoffe so sehr, dass die Serie so Hammer bleibt und nicht abstürzt. We're gonna have so much fun together.